Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Dungeons 3. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit mal ein bisschen die Halle der Qual ausgebaut, habe die Türen noch gesetzt, damit die Räume effizienter sind. Mich mal ein bisschen um die Einheiten gekümmert, die sind jetzt top ausgeruht. Problem ist, wir hatten gerade schon wieder Zahltag und mal wieder geht das Gold zur Neige. Ist nicht so das Gelbe vom Ei mit den zwei unendlichen Goldquellen, aber sollte zumindest bis zum Ende der Mission reichen. Wir brauchen noch dringend den Grabgolem. Den müssen wir nämlich als nächstes opfern. Und ich würde mal sagen, das werden wir jetzt einfach mal so durchziehen. Und schicken alle da durch. Quetschen sie alle durch das kleine Portal. So, und jetzt wollten wir nochmal ein bisschen hier die Untoten ein bisschen pushen. Mit der Forschung. Das brauchen wir nicht. Das mit dem Kerker brauchen wir auch nicht. Das auch nicht. Hier können wir nichts erforschen. Ja, dann sind die Untoten soweit jetzt auch erstmal das vom Nötigsten durch. Erhöht die Reichweite der Imps. Oh, das haben wir noch gar nicht gemacht gehabt. Arachniden sind ja schon verbessert. Mana-Möglichkeiten vergrößern. Naja, brauchen wir nicht. Schrifträume brauchen wir auch nicht. Reduziert die Abklingzeit der Fertigkeit betören. Das machen wir auf jeden Fall mal. Ja, und ansonsten müssen wir jetzt erstmal warten. Aber gut, dann sind sie schon mal gut Gebt eure gepusht. Befehle. Als nächstes natürlich wird dann hier der Grabgolem geopfert. Angeblich hat Arthas, ich meine Thanos, die Schiffe der Nordflotte versenkt, damit sie nicht fliehen können. Das Ritual für den So. Grabgolem begann, nachdem sich dieser und Talia entsprechend platziert hatten. Natürlich zog das Ritual einige Steinwächter magisch an. Sie strömten herbei, um dieses zu unterbinden. Dauerhaft. Davon lassen wir uns doch nicht abschrecken. Los, verteidigt uns! Haltet die Stellung! Bewerft sie mit Wattebällchen! Genau, bewerft sie mit Wattebällchen. So, wir gucken derweil mal nach den Grubenlord. Den können wir nämlich auch schon mal herbeirufen, denn den brauchen wir als nächstes. Grubenlord, wir brauchen dich. 1000 Gold, du bist natürlich auch wieder so schweineteuer. Aber gut, kriegen wir hin. Dann haben wir den als nächstes nämlich auch schon am Start. Du gehst direkt auch schon mal dazu. Du bist ja die nächste Opfergabe. So, da ist er auch schon. Oh, ich habe in der letzten Folge gar keine Screenshots gemacht. Extreme, was ist los mit dir? Wie gesagt, aus der Übung über der Woche nicht mehr aufgenommen und schon vergisst man alles. Hier wird er geopfert. Der kleine Death heißt der. Süß. Ja. Das haben wir in der letzten Folge dann groß gemacht. Wir haben Städte vernichtet und Bösartigkeit geholt und Der Grabgolem sah seinem Ableben durch das Ritual gelassen entgegen. War er als Untoter doch das Sterben schon gewohnt? Was konnte da ein dauerhafter Tod noch für einen Schrecken bereithalten? Das stimmt. Ah, neue Macht durchströmt mich. Ich könnte jetzt locker ein paar Zerg anführen. Was auch immer Zerg sind. Ja, Das Zerg, herumreisende StarCraft. Böse hatte die Tinkstätte für den Grubenlord erreicht. Ausgezeichnet. Tja, in letzter Folge haben wir ein bisschen was für die Dämonen eigentlich getan und die Negros. Das haben wir eigentlich groß gemacht und jetzt halt die ganzen Opferungen der zwei Titanen direkt zugleich. Das ist immer ein bisschen hakelig hier, dass die da so Der die nächste Grubenlord und Opferung. Talia standen Ey, bereit für nicht da das unten, Ritual. nein! Leider auch einige Steinwächter, Hallo! die davon Wind bekommen hatten. Idiot! Kein Problem. Geh doch da Den weg! werden wir spielen fertig. Und mit wir meine ich die Kreaturen, Oh, weil ich ihr ja mit dem Ritual Idioten! beschäftigt bin. Los, haut sie um! Vermöbelt ihnen den Hintern! Tretet ihnen auf die Zehen! Ja, das machen wir aber doch nicht hier mit den Menschen gleichzeitig. Meine Güte, Leute. Manchmal sind die aber auch ein bisschen. Macht das Armeelager platt, ist auch die letzte Mission. Geopferte Titan 2 von 3, verbleibende Zeit für das Ritual. Oh, es zieht sich doch ein bisschen. Und die kämpfen hier, jetzt gehen wir noch gegen die Menschen und die Steingolems hier. Das ist ja schon wieder Autsch. hervorragend, was hier wieder abläuft. Zwei-Fronten-Krieg. Das ging schon damals nicht gut. Lasst es sein. Meine Güte, ihr Idioten. Hört doch auf, dann. Wie die auch einfach immer runtergehen, weißt du? Du kannst die wegschicken und trotzdem rennen sie dahin. Bleibt doch mal da stehen. Benimmt euch. Hi Mello, grüß dich. Wie geht's dir?
So. Was kann ich tun? Schönartig da bleiben. Oben, Lord, ja. Rauschelte noch einmal so etwas wie verdammter Gandalf und starb dann im Rahmen des Rituals. Amüsant, wenn man bedenkt, dass wir damals ein Ritual genutzt haben, um ihn überhaupt zu beschwören. Das stimmt. Daran sollte sich die gute Alanis mal besser orientieren, wenn sie das nächste Mal ein Lied über Ironie schreibt. Das Ritual war abgeschlossen. Neue Macht durchzuckte Talia. Zudem erlernte sie eine neue, äußerst nützliche Fertigkeit. Die Frostnova. Frostnova? Hört sich ja ganz nett an, aber was soll mir das gegen Thanos... Das war besonders interessant, weil Thanos ja vornehmlich Feuer einsetzte. Kälte als Gegenmaßnahme zu Feuer. Ideal. Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Frostnova, yay. Gut, gut. Was machen wir jetzt? Selbstverständlich machte sich Talia sofort daran, ihre neu erworbene Fertigkeit an der Feuerwand im Nordosten auszutesten. Das machen wir gleich. Welche merkwürdigen Zufälle auch immer für diese verantwortlich waren, sie war das ideale Testobjekt. Alles klar. Ich weiß, was zu tun ist. Los, ich friere das Ding ein. Ich mach die Flammen alle. Ich puste die Kerze aus. Oh ja, das werden wir. Was, du bist gerade voll genervt, aber ansonsten geht's dir gut. Warum bist du denn genervt, Mello? Was ist los? Nee, nee, nee. So, das nächste Lager ist jetzt gleich auch futsch. Oh, da haben wir nochmal ein Büchlein bekommen. Was bist du denn für ein Buch? Lebensverbesserung episch. Puh, ja, ja. Komm hier, Ork. Du wirst unser Lebensverbesserungs-Ork. Du bist jetzt der Mega-Ork. Vernichtet sie alle. So, jetzt gleich werden wir sie auch wirklich alle vernichten. Talia ist jetzt wirklich mega OP. So, und wir haben uns jetzt nochmal alle Mann geheilt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal... Oder können wir es überhaupt noch? Ja, hier ein bisschen... Mehr oh Macht. Ja, Talia ist jetzt Mehr richtig mächtig. Macht. Talia, du müsstest jetzt hier alleine eigentlich ich rocken. Ich bin die Königin des Bösen. 5000 Leben, 345 Schaden. Das ist natürlich schon eine Stärke, da kann sich kaum einer dagegen stellen. Versuchen wir es doch mal. Frostnova. Hey! Die Feuerwand war vernichtet und gab den Weg zu einem Armeelager der Helden frei, das dort zufällig stationiert war. Noch mehr Trainingsobjekte. Ausgezeichnet. Zeit, das Eis zu brechen. So, ich wollte den Grabgolem ja nochmal so haben. Und dann können wir jetzt nochmal alle Kreaturen, die wir jetzt hier haben. Das sind jetzt nicht so viele. Oh, wow, ich habe das Portal nicht neu gesetzt. Ich hält. Nein. Wow, wo kam der denn hier gerade hergeslidet? Kleiner Spielfehler, egal. Verzeihen wir dem Spiel mal. Ausnahmsweise. Befehligt mich. Und dann vernichten wir das Lager der Gutmenschen. Oh, Mello, das ist natürlich ärgerlich und glaube ich natürlich, dass dich das ein bisschen sehr nervt. Kann ich mir durchaus vorstellen. Das tut mir leid. Talia hatte ihre aber um das Gute tut es mir nicht leid hier. Ausgiebig an dem Armeelager auf dem Schicksalsberg ausgetestet. Ja, super, dass das da war. Diese Zufälle manchmal. Nun war sie soweit. Es war an der Zeit, zur finalen Schlacht gegen Thanos anzutreten. Ein für alle Mal zu klären. Ob das Gute oder das Böse gewinnt. Naja, so gut war jetzt Thanos auch nicht mehr. Ich meine, er hat eine Menge Sachen und Leute abgefackelt. Ja, offenbar hatte Thanos seinen Machiavelli verinnerlicht. Machiavelli. Aber gut, dann ging es darum, ein für alle Mal zu klären, ob das Böse oder das Böse, das denkt, es wäre das Gute, gewinnt. Genau, auf geht's. Thanos, besorgt dir schon mal ein paar Ersatzunterhosen. Oh ja, besorg sie dir. 1 Stunde 40 Minuten. Natürlich haben wir jetzt über mehrere Folgen und der letzten Aufnahmesession hinaus in dieser Mission investiert. Aber die hat mir Spaß gemacht, die Mission. Jetzt am Ende ging es dann doch recht zügig, aber nochmal ganz kurz hier. Errungenschaften habe ich jetzt hier geschafft. Die Macht, die Macht erschüttert und kann dunkle Elfen nicht bluten sehen. Lass Talia Lebensenergie während der Rituale niemals unter 75% fallen. Nee, nee, der Erzähler wieder. So, nächste Mission. Alles hat ein Ende. Alles hat ein Ende. Es war soweit.
Nach ihrem Training war Talia nun bereit, Thanos zur finalen Schlacht gegenüberzutreten und ihn zu bezwingen. Wer es glaubt, wird selig. Selbst der Erzähler des Spiels glaubt nicht daran. Das siegreiche Böse absolviere die Mission Alles hat ein Ende. Und das mittätige Böse rettet in der Mission Alles hat ein Ende alle Helden, die Thanos bestrafen will. Was rettet alle Helden, die Thanos bestrafen will? Wie können jetzt die Guten retten? Okay, das wäre mir neu. Und A Band of Brothers verliere in der Mission Alles hat ein Ende keine Kreatur im Kampf durch Thanos. Was verliert keine Kreatur im Kampf durch Thanos? Keine einzige verlieren? Puh, das ist aber eine harte Errungenschaft. Also, dass Talia nicht stirbt oder so, das kann ich ja verstehen, aber keine einzige Kreatur zu verlieren? Das ist schon schwer. Zählt darunter auch so ein kleines Skelett, der als Beschwörungskreatur zählt? Oder nur richtige Kreaturen? Das sind schon wieder Fragen über Fragen, die ich mir gerade stelle. Egal, wir starten die Mission und gucken erstmal rein. Ich glaube, das ist die allerletzte Mission von Dungeons 3. Und es kam auch übrigens in den Kommentaren, sage ich gleich. Ja, meine Getreuen, es ist nun an uns, dieses widerwärtige und abstoßende Geschmeiß zu vernichten. Sieg oder Untergang, Leben oder Tod. Heute ist die finale Schlacht von Gut gegen Böse. Folgt mir! Also, könnten wir darüber noch mal reden? Ich meine, du hast einige unserer Dörfer und Städte vernichtet. Du hast mein Haus niedergebrannt, weil wir für die Armee kein Essen mehr bereitstellen konnten. Was? Ihr stellt mich in Frage? Ich bin der Paladin des Guten! Sterbt, ihr Verräter! Tod allen, die sich mir in den Weg stellen! Da dreht der Thanos mal wieder vollkommen am Rad. Das Gute wird siegen! Oh, Thanos scheint nicht mehr alle Murmeln in der Mulde zu haben. Die Armee des im Angesicht der Umstände gar nicht mehr so bösen Bösen hatte die letzten Reste der ehemaligen Stadt Sturmluft erreicht. Ha! Ich brauche keine Untertanen mit freiem Willen, die sich mir widersetzen. Ich kann Heerscharen an toten Helden zurück aus Valhalla holen. Schon wieder? Es schien allerdings so, als ob Thanos' Magie nun deutlich schwächer wäre als zuvor. Vermutlich würden seine Portale dieses Mal nicht so stark und damit angreifbar sein. Jetzt heißt es alles oder nichts. Zeit, dem pseudoguten Gutmenschen in den Hintern zu treten. Los, bauen wir einen Dungeon auf und eine Armee und zeigen ihm dann, wer hier die Hosen anhat. Du weißt schon, dass du ein Kleid anhast. Halt die Klappe, gute Tar. Ich meine Erzähler. Zum Angriff! Herrlich. Oh, der Lebensbalken von Thanos. Also das ist wirklich so die finale Schlacht. Alles ganz cool gemacht, also muss ich ja gestehen, bisher so die Story insgesamt von Dungeons 3 gefällt mir doch sehr. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das nochmal so ein bisschen toppen werden von Dungeon 2 und Dungeon 2 war ja schon ziemlich lustig und vor allem auch gut gemacht, wie ich fand. Aber wer weiß, ich habe das ja noch nicht durch. Am Ende von Teil 2 sagten sie, alle guten Dinge sind 3. Dass sie halt nochmal ein letztes Best-of geben mit dem Teil 3 und ich bin mal gespannt, wenn wir es hier durch haben, ob es dann noch einen vierten Teil gibt oder was die Entwickler von Calypso Games dann sonst noch so machen. Wäre schade drum. Also echt gutes Entwicklerteam. Leisten hier hervorragende Arbeit. Also die Teile sind sehr gut. Also wer Fan ist von Dungeon Keeper, den alten Teilen, fühlt sich natürlich hier herzlich willkommen in diesem Spiel. Man muss es natürlich mögen. Man muss derartige Spiele mögen, das ist ganz klar. Aber ich finde, einer der besten Spiele der Neuzeit in Sachen Strategiespiele. Weil Strategiespiele sind leider auf dem Markt der heutigen Zeit, naja, ihr wisst es ja selbst, eigentlich so gut wie gar nicht mehr vertreten. Es kommt immer mehr Verblödung rein, also, ja, Fortnite etc., PUBG, solche Spiele. Hauptsache ballern, Hauptsache umbringen, aber Spiele zum Nachdenken, Aufbaustrategiespiele gibt es kaum noch. Survival-Spiele gibt es heutzutage auch, wie Sand am Meer, aber so wirklich mal so Strategieaufbauspiele, leider fehl am Platz. Leider, leider, schade ist es, in den 90er Jahren wurde noch sehr viel mehr in der Hinsicht produziert und entwickelt.
Und dann hatten solche Spiele auch derartig großen Erfolg. Siehe die Warcraft-Teile, was sie dann ausgestattet haben im WoW. Starcraft-Teile oder auch die Command & Conquer-Teile. Große Saga kennt man, aber heute ist es ja leider so, dass es derartige Spiele halt kaum noch gibt. Finde ich sehr schade. Heutzutage muss ja immer alles schnell laufen, hektisch. Gar nicht mehr drüber nachdenken, einfach nur noch draufballern, umbringen. Verblöden. Das ist die Devise der heutigen Zeit. So, Goldquellen. Eine langanhaltende Goldquelle haben wir hier. Hier haben wir nochmal eine weitere langanhaltende. Ich würde mal sagen, dass wir uns hier mal so ein paar stibitzen. Denn wir werden in dieser Mission wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, weil es die letzte ist, ein wenig Zeit investieren müssen. Ein Raum im Untergrund wurde freigelegt. Oh, ist das jetzt gut oder schlecht? Ach wow, ein paar Kisten. Ja gut, dann ist mir das Schnuppe. Machen wir hier raus mal eine Schatzkammer. Das ist natürlich jetzt doof. Ja gut, Dreiecken zum Abbauen. Killy schreibt, Warcraft bekommt ein Rework. Ja, aber das soll ja von den Fans sein. Also nicht von Blizzard persönlich. Nein, sie würden das ja nicht machen, was eigentlich dumm ist. Stattdessen schlachten sie WoW immer weiter aus und hauen da immer weitere Add-ons Jahr für Jahr raus, obwohl die Zahlen seit Jahren zurückgehen und immer mehr, also Millionen der Spieler abgesprungen sind von dem WoW-Zug. Noch verdienen sie damit gut Geld, aber Blizzard hängt halt immer schon seit Jahren immer einen Schritt hinterher, wie ich finde. Sie haben den Zug, also sie haben es nie geschafft, auf den Zug zu springen in Sachen Steam etc. Sie haben immer noch ihre eigene Plattform, die auch, ja, schlecht läuft. Mit Overwatch konnten sie es ein bisschen aufpimpen, weil sie gedacht haben, gut, jetzt sind derartige Spiele gefragt, hauen wir mal Overwatch raus. Aber ansonsten hängen die da immer sehr stark hinterher und enttäuschen dann doch ziemlich oft, wie ich finde. Gut, also mit dem StarCraft Remake, muss ich sagen, haben sie echt mal wieder was Gutes rausgehauen. Und StarCraft 2 war an für sich ja auch ein sehr gutes Spiel, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und habe ich auch sehr gerne Let's Played. Aber ansonsten, weiß ich nicht, dafür, dass sie mal die größten Entwickler in den 90er waren und da wirklich alles gerockt haben mit ihren Spielen, haben sie ein bisschen arg nachgelassen. So, Kreaturen brauchen wir mehr. Also ich gucke jetzt erstmal, dass ich eine rohe Struktur für die nächste Aufnahmesession hinkriege, dass der Zukunftsextrem hier ein bisschen leichteres Spielchen hat. Wir müssen auf jeden Fall mehr Schnodderlinge holen, sehe ich gerade. Ich denke mir, wieso sind die denn so lahm? Aber wir haben die A nicht erforscht und B haben wir auch nur 10. Wir haben jetzt 2, 3 langanhaltende Goldquellen. Das reicht für den Anfang, um erstmal einen guten Start zu machen. Ja, und den Rest müssen wir dann schauen. Also hier haben wir ein Portal, hier haben wir einen Aufgang oder Abgang, hier ebenfalls und dort noch einmal, jetzt versagt meine Stimme, Entschuldigung, und da auch nochmal ein Portal. Also wir haben 5 Wege, von wo die Feinde kommen können, das ist natürlich schon heftig und sie kommen dann nochmal durch Portale. Thanos bündelt seine Kräfte in 9 Minuten, dann öffnen sich Portale und dann kommen die Feinde auch nochmal von allen Seiten. Das ist natürlich schon heftig, muss man ja sagen. Aber ich denke mal, wenn wir erstmal eine Grundstruktur haben, sollte das gehen. Aber erstmal so weit kommen, das ist natürlich immer so eine Sache, ne? So, die Räumlichkeiten sind so langsam am Entstehen. Hier haben wir nochmal Platz für einen größeren Raum für unsere Dämonen. Tja, Werkstatt etc., da müssen wir mal gucken auf die Forschung. Müssen wir mal halt mehr Schnodderlinge holen. Ist natürlich sehr teuer. Aber da müssen wir jetzt erstmal rein investieren. Denn Schnodderlinge bringen das Gold. Und wenn wir die verbessern, bringen sie halt noch schneller das Gold ran. Die sind halt immer am Anfang das Wichtigste. Ich wurde auch gefragt, das hatte ich jetzt am Anfang der Folge mal erwähnt. Es kam in den Kommentaren, ob ich nicht mal Dungeons 3 im Multiplayer spielen könnte. Um ehrlich zu sein, muss ich da natürlich auch sagen, dass ich da wieder ziemlich abgeneigt bin. Also, ich bin ja, das habe ich schon öfters mal erwähnt in vielen Let's Plays, ich bin nicht so der Online-Multiplayer-Zocker.
wurde ich auch schon gefragt bei Arno oder auch schon bei damaligen Projekten immer wieder, können wir nicht mal online Multiplayer miteinander oder gegeneinander spielen? Ich muss leider gestehen, ich bin da nicht so. Ich mag lieber so mein gechilltes PvE gegen den Computer. Kann auch sehr herausfordernd sein, kann ich auch auf hohen Schwierigkeitsgrad spielen, gar kein Problem. Taste ich mich dann vorsichtig ran, aber so gegen andere Spieler zu spielen, ich weiß nicht, das reizt mich irgendwie nicht. Das hat mich aber auch noch nie so gereizt. Also ich muss gestehen, damals StarCraft und Warcraft und wie sie nicht alle heißen, die habe ich auch alle online gespielt, auch gegen andere Spieler damals. Aber ich muss sagen, es hat mir halt nie so Spaß gemacht. Gut, ich war auch anfangs total der Noob, klar, also wie es halt so ist. Ne? Du spielst ein Spiel das erste Mal online und kommst on. Die Leute, die anderen Feinde, die du da hattest, die kannten natürlich die ganzen Tastenkürzel auswendig. Keine Ahnung, haben dann einfach A gedrückt, hatten dann schon direkt die Kaserne im Bau und haben dann D gedrückt und hatten dann die ganzen Truppen produziert, während du dann noch so am Klicken bist und guckst, da ist ein Männchen und da. Das ist natürlich dann, du wurdest halt total überrannt am Anfang, klar, wie es halt in solchen Spielen ist. Wenn du da keine Übung hast, wirst du da platt gemacht. Aber, wie gesagt, es ist nicht so... Ich habe es eine Zeit lang gemacht, auch öfters mal halt ausprobiert, auch mit Freunden damals gespielt, aber... Na, ich weiß nicht, so... Ich mag eher online miteinander, Koop oder halt auch gegen halt zusammengehen im Computer auf heftigsten Schwierigkeitsgrad, kein Problem. Aber gegen andere Spieler zu spielen... Niemals wird das Böse hier triumphieren! Die Göttin ist auf meiner Seite. Es ist nicht so. Durch eine genau, ich bin Abschaum. Rede und die Androhung von Gewalt waren die Helden hoch motiviert, den Dungeon im Namen des Guten anzugreifen. Ja, Zakari, das wird wirklich voll, wenn ich 7 Nachrichten bekomme. Ich habe vergessen, mich als offline zu schalten. Und manch einer weiß halt gerade nicht, dass ich gerade am Stream bin. Jetzt hast du Lust, Age of Empires zu zocken. Ja, Age of Empires zum Beispiel oder Age of Mythologie, Empire Earth und so. Das sind die ganzen bekannten Strategiespiele von früher noch, die ich halt auch mega gesuchtet habe. Hab erstmal nachgeschaut, ob nicht mein PC war, der das Geräusch von Steam gemacht hat. Ja, das glaube ich. Ja, es tut mir leid, ich habe vergessen, wie gesagt, mich als offline zu schalten. Aber sollte ja eigentlich nur eine kurze Aufnahme sein. Und ich sehe gerade auf dem Timer, dass wir auch schon wieder am Ende sind. Leider, ich hätte Lust weiter zu spielen. Letzte Mission ist doof natürlich, wenn man jetzt hier mittendrin aufhört. Aber ich muss halt die Folgen auch fertig machen, weil ich für übermorgen keine Folgen habe. Schnodderling haben wir jetzt die maximale Anzahl. Wir müssen halt schauen, dass wir demnächst mit der Forschung vorankommen. Wir brauchen mehr Bösartigkeit. Wir müssen an die Oberfläche gehen. Ich kann schon mal die Forschung so weit machen, dass ich hier schon mal einen Nager habe. Ein Arachniden habe. Das Arcanium erforsche und als nächstes mehr Truppen, so. Dann haben wir schon mal die Grundsteine gelegt, dann kann der Zukunfts-Extreme den Rest regeln. Er hat dann 5 Minuten Zeit, also bis ich fertig bin mit Labern, 4 Minuten Zeit, das Ganze dann noch vorzubereiten, bis die Feinde eintreffen. Das ist nicht viel Zeit, aber ich denke, das kriegen wir hin. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Aufnahmesession in 2 Tagen von Dungeons 3. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bin raus und sage bis dahin. Tschüss.